10 Sekunden für 10 Minuten oder auch 10 for 10, das ist das Werkzeug für die Zusammenarbeit im Team in kritischen Notfallsituationen. Und egal, ob in der Luftfahrt oder in der Medizin, die meisten Zwischenfälle beruhen auf dem Faktor Mensch. Also der Zusammenarbeit im Team unter Stress. Und ein 10 for 10 oder auch Team Timeout kann helfen, einem Team Struktur zu geben, um die Notfallsituation gut und sicher abarbeiten zu können. Und wie genau das geht, das zeigen wir euch jetzt. So, Frau Pups, ich würde Ihnen einmal ein bisschen Sauerstoff auf die Nase packen. Ja? Hallo Carina, grüß dich. Ich habe das Röntgenthorax jetzt gesehen von ihr. Also das ist wirklich eine Unterlappenpneumonie. Das heißt, sollten wir mit einer Antibiose starten. Wir haben uns ja fast schon gedacht, ne, warum sie so schlecht Luft kriegen, ist, weil sie einfach eine Lungenentzündung haben. Ne? Deshalb würden wir jetzt mit einem Antibiotikum starten. Und ich würde sie gern stationär aufnehmen. Ist es normal, dass ich jetzt noch schlechter Luft kriege? Das wundert mich jetzt ehrlich gesagt nicht, aber okay. Wird es wirklich so schlecht? Okay. Jetzt sie einmal abführen. Oh, Carina, sie ist ganz schön spastisch, ehrlich gesagt. Magst du einmal sonst eine Vernebelung fertig machen? Aprovent, Salbutamol. Ich mach fertig. Ja, als Vernebler. Versuchen Sie mal ruhig. Carina, magst du uns mal irgendwie Hilfe holen? Das ist ja. Wir brauchen einmal Hilfe in der 12. Kobs. Oh, schön, dass ihr da seid. Hallo, ja. Frau Kobs, also die hat eine Lungenentzündung und dann haben wir mit einem Antibiotikum gestartet. Jetzt hat sie noch schlechter Luft gekriegt. Ja, die ist ja bewusstlos. Soll ich mal ein BZ machen? Das ist eine gute Idee. Ja, die Bewegung ist 76 und der Blutdruck, soll ich den messen? Ja, machen wir mal bitte die Vitalwerte. Das ist gut. Okay. Sauerstoff läuft. Darf ich einmal hier ran? Die Vernebelung läuft jetzt auch. Ja, sorry. Frau Kobs, machen Sie mal die Augen auf. Frau Kobs. So, ich messe den Druck. Ja. Oh, recht schwach hier der Puls, ehrlich gesagt. Ich guck mal in die Pupillen. Mal tief ein- und ausatmen, Zucker, Frau Kobs. Zucker ist was, 120. 120? Pupillen ja, sind weit. 120. Okay. Was sind die Pupillen? Mittelweit. Mittelweit, okay. Ja. Und der Blutdruck ist gemessen 70 zu 30. 70 zu 30? Ja. Du Daniel, die Situation begleitet uns hier. Sollen wir mal ein 10 vor 10 machen? Das ist eine sehr gute Idee. Kennt ihr das? Das kennen wir alle. Das ist die Chaosphase. Zu Beginn einer jeden Notfallsituation steht Durcheinander. Es ist laut, es ist unstrukturiert. Das Problem ist noch nicht wirklich erkannt und die richtige Therapie noch nicht eingeleitet. Und das müssen wir erkennen. Wir müssen ein Team-Timeout machen. Wir müssen uns 10 Sekunden Zeit nehmen, um die richtige Diagnose herauszufinden und die Therapiemaßnahmen zu benennen, um dann an das Team die Aufgaben zu delegieren, um die nächsten 10 Minuten gut, sicher und strukturiert abarbeiten zu können. Dann alle kurz mal Stopp. Lass uns bitte zusammenfassen. Wir machen jetzt ein 10 for 10, damit wir strukturiert weiterarbeiten können. Frau Kobs ist ursprünglich gekommen hier aufgrund einer Lungenentzündung. Wir haben mit dem Unazid gestartet. Plötzlich hat sie weitere oder zusätzliche Atemnot gekriegt. Der Blutdruck ist sehr, sehr niedrig. Sie ist schnell unterwegs, was die Herzfrequenz angeht. Ich glaube, wir haben hier eine anaphylaktische Reaktion. Sie braucht auf jeden Fall jetzt Adrenalin und sie braucht Volumen. Hat jemand noch eine andere Idee von euch? Ich würde mal das Unazid abstellen. Oh, das ist eine sehr gute Idee. Zweite Braunhöhle. Ja, wir planen das jetzt. Also du stoppst bitte das Agens, danach Adrenalin bitte 0,5 Milligramm IM. Für dich bitte 1 Liter Jonosteril besorgen und Jochen, dich würde ich bitten, einen zweiten Zugang zu legen. Okay, dann legen wir los. Bitte Rückmeldung, wenn die Aufgaben ausgeführt sind. Ist euch das aufgefallen? Am Anfang hatte das Team die Situation nicht im Griff. Dem Pfleger ist das aufgefallen und er hat das laut gesagt und das ist gut und wichtig. Jeder im Team, der das Gefühl hat, er ist nicht mehr im Boot, die Situation ist nicht im Griff, kann und muss ein Team-Timeout ausrufen. Durchgeführt wird das in aller Regel vom Teamleiter. Und der sagt Stopp für alle. Alle sollten aufhören zu arbeiten, damit sie denken können. Alle relevanten und vorhandenen Informationen werden zusammengefasst und die wahrscheinlichste Diagnose wird benannt. In der Folge werden die notwendigen Therapiemaßnahmen benannt und an die verschiedenen Player im Team verteilt. Sehr wichtig ist noch einmal Raum für Rückfragen zu geben. In aller Regel hat noch ein Teammitglied eine Idee. Wenn das erledigt ist, können wir die nächsten 10 Minuten gut, sicher und strukturiert abarbeiten. Und das fasse ich gleich nochmal zusammen. Das Wichtigste überhaupt ist zu erkennen, dass das Team ein 10 for 10 braucht. Wenn irgendjemand ein Problem sieht oder ein schlechtes Bauchgefühl hat, dann braucht das Team einen Stopp für 10 Sekunden. Es wird besprochen, was ist das Problem und was können wir tun, um das Problem zu lösen. Die nächsten Schritte werden geplant und die Aufgaben werden verteilt. Dann unbedingt Raum für Rückfragen im Team geben, um dann zu handeln. Und ganz wichtig, wir müssen prüfen, ob das, was wir tun, zum Erfolg führt. Das ist ein gutes 10 for 10.